Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Mod Vorstellungsvideo. Und was ich euch heute zeigen werde, habt ihr sicherlich schon am Titel oder Thumbnail gesehen. Nämlich bekommen wir durch Mods einen neuen Hybriden ins Spiel. Und welcher das ist, das seht ihr jetzt. Sieht der nicht heftig aus? Also der ist richtig krass. Das ist eine richtige Kampf- und Killermaschine. Der hat alles, was man braucht. Der hat einen muskulösen Körper und den Körperbau von einem Tyrannosaurus. Der hat hier vorne so einen Nackenpanzer und die Stacheln von einem Triceratops. Hier oben der Rücken und der Körper ist gepanzert wie von dem Ankylosaurus und natürlich auch die Keule von dem Ankylosaurus. Und vermutlich steckt da auch noch so ein bisschen Velociraptor mit drin, das ist ja immer so der Fall. Also ich denke, diese vier Dinosaurier wurden hier in einem vereint. Triceratops, Ankylosaurus, Tyrannosaurus Rex und Velociraptor. Richtig, richtig heftig. Er kommt übrigens für den Indominus Rex in das Spiel. Habt ihr auch gerade schon gesehen. Der ist auch echt gut gemacht von der Umsetzung. Ich hoffe, er dreht sich gleich nochmal ins Licht, dann zeige ich euch den nochmal genauer. Das ist echt eine heftige Mischung. Da hat man sich die besten Dinosaurier rausgesucht und damit einen neuen Dino kreiert. So richtig heftig. Guckt euch mal den Kopf an. Die scharfen Zähne hier. Und dann ist es eigentlich so der Kopf von einem Triceratops mit dem Gebiss von einem Tyrannosaurus, würde ich sagen. Dann hier hinten alles gepanzert. Ich glaube, da kann kein anderer Fleischfresser durchdringen durch diese Panzerplatten. Und dann natürlich auch noch die Keule hier. Damit kann er dann auch noch zuhauen. Auch die gleiche wie vom Ankylosaurus, glaube ich. Und dann der Körperbau vom Tyrannosaurus. Das ist schon echt mega, mega heftig. Ich feiere die Mod, die ist richtig cool. Die meisten Mods, die solche Hybriden machen, finde ich ja nicht so cool. Aber diese ist wirklich richtig gut von der Umsetzung. Habe ich schon gesagt, wie diese Kreation heißt? Die heißt Ultima Saurus. Und der Name ist, glaube ich, auch Programm. Also das ist wirklich die ultimative Killermaschine und Kampfmaschine. Finde ich mega cool. Also solche hybriden Mods dürfen gerne mehr in das Spiel kommen. Oh, ich glaube, er schnappt sich jetzt eine Ziege. Können wir mal gucken, wie die Animation so ist. Weil eigentlich dürfte er die mit der Hand greifen. Oh, das sieht aber gut aus, die Animation. Das war völlig in Ordnung. Ziemlich cool. Ich werde jetzt aber gleich mal eben die Hörner testen. Mal sehen, wie er damit angreift. Und das Ganze testen wir natürlich mit einem Jeep. Ich glaube, das ist auch so die beste Methode, um die Hörner zu testen. Gucken, ob wir ihn hier provoziert kriegen. Da bin ich echt gespannt. Wir lassen ihn gleich auch noch kämpfen. Jetzt nimmt er Anlauf. Jetzt sehen wir die Hörner im Einsatz. Boah. Ich glaube, der hat ihn gerade gewone-shottet. Das war krass. Er hat ihm halt richtig die Hörner in die Motorhaube gerammt. Jo, der ist kaputt. Also den hat er direkt mit einem Hieb mit seinen Hörnern ausgeschaltet, den Jeep. So, jetzt sehen wir nochmal den Ultimasaurus gegen den Ceratosaurus im Kampf. Der schnappt hier zu. Bis jetzt konnte der Ceratosaurus sich noch nicht wehren. Ah, jetzt schnappt er auch zurück. Aber er blutet noch nicht mal, also der hält viel aus. Wird jetzt hier nochmal angebrüllt. Aber wenn er jetzt hier nochmal einen Treffer landet... Nein, er wird nochmal getroffen. Boah, krass. Damit hat auch dieser niedrige Gesundheit. Aber ich sehe immer noch kein Blut. Vielleicht sieht man das Blut bei ihm auch einfach gar nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass er mit seinen kleinen Zähnen durch den dicken Plattenpanzer kommen würde. Wenn es diese Begegnung in echt geben würde. Und da schnappt er nochmal zu. Und ich glaube, ja, damit setze ich natürlich hier das Monster durch. Der perfekte Killer. Der Ultimasaurus. Gut, die Animation ist jetzt nicht ganz perfekt und ideal, aber ansonsten sieht er schon ganz gut aus.
Der Ultimasaurus macht natürlich auch vor großen Sauropoden wie den Brachiosaurus keinen Halt. Auch die erlegt er. Sollte er eigentlich gleich tun. Jo, jetzt geht's hier los. Bin ich echt gespannt. Boah, das sah heftig aus. Das sah ja fast so aus, als hätte er ihm die Hörner in die Seite gerammt. Richtig cool. Also die war nicht ganz perfekt, die Animation, aber die sah jetzt auch nicht schlecht aus. Sah echt so aus, als hätte er ihm die Triceratops-Hörner da hinten in den Oberschenkel gerammt. Ich bin großer Fan von dieser Mod. Gefällt mir richtig gut. Es gibt natürlich auch wieder verschiedene Skins für den Ultimasaurus. Das hier ist der Standard-Skin, den haben wir ja gerade schon gesehen. Roter Kopf, rote Füßchen und ansonsten einen ziemlich grauen, schwarzen, dunklen Körper. Finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Mir gefallen sehr gut die Kontraste zu dem Kopf und zu den Füßen. So, gehen wir mal weiter. Oh, der hat auch gerade geschlafen. Hier haben wir das Alpinmuster. Der hat so braun-orangene Füße. Hier oben so ein bisschen braun und orange drin. Und am Kopf, das war alles eher so grün. Leider ist er gerade in die Schattenrichtung gedreht. Da jetzt sieht man es ganz gut. Ja, grün und so lilane Spuren drin, auch da beim Auge. Dann haben wir hier das Savannenmuster. Der ist so ein bisschen heller hier unten. Da ist auch so leicht rot mit drin. Finde ich cool. Also die Details von der Mod sind auch richtig gut. Der Kopf sieht auch super interessant aus. Da sind viele Farben drin. Blau, Türkis, so ein bisschen rot-braun. Natürlich das Weiß. Sieht schon nice aus. Und der nächste, das ist Regenwald. Der leuchtet aber krass am Gesicht. Boah, das ist ja richtig neongrün und so ein bisschen lila mit drin. Hier ist auch noch Türkis drin. Auch heftige Farbe. Wenn man so bunte Skins mag, dann wird man diesen Skin wahrscheinlich sehr, sehr mögen. Ich bin da nicht so Fan von. Also ich fand bis jetzt den roten am besten, also den Standard-Skin. Das hier ist Wüste. Der ist auch noch relativ schlicht. Den finde ich auch ganz cool. Dann haben wir hier Küstengebiet. Der ist auch relativ dunkel. Farbe am Kopf kann man leider gerade nicht erkennen, weil er... Ah, jetzt sieht man es. Ist ja auch immer in den Schatten gucken müssen, wenn ich sie beobachten will, ne? Typisch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen beige? Nee, doch grün-gold ist das, glaube ich, am Kopf. Sah gerade zumindest so ein bisschen so aus. Egal, nächster Skin. Das ist wieder Standard-Skin. Und ich muss auch sagen, das hier ist mein Favorit von den Skins. Aber der Ultimasaurus ist wirklich eine richtig coole Mod. Und falls ihr die mal selber ausprobieren wollt, die ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, könnt ihr da runterladen, selber mal ausprobieren. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Bleibt gesund. Euer Dandy.